Ach, Sehr Royal Jelly gut. fehlt jetzt noch. Das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt. Hatten wir nicht schon diese, wie heißt die, Industrious oder so? Die was? Oder welche Bienen braucht man da nochmal dazu? Ich glaube, Industrious. Du kannst es auch nachschauen. Nee, 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 das war anderes. Industrious war Pollen. Ach was, ich zeig dem System gleich mal, wer es selber Quarz pressen kann. Langsam wird sie wirklich albern. Und was braucht's? Keine Ahnung. Kannst eigentlich machen. Rezept wird angezeigt. Imperial braucht man. Ach so. Kriegt man momentan eigentlich aus den, wie ich ein XP raus oder nicht? Aus dem Abfarmen. Wenn sie an Fall damit sterben, dann ja, ansonsten nicht. Kurzes Heads-up. Wir haben in der Zwischenzeit genau ein Kilo Storage Cluster gebaut. Zwei. Okay. Zwei. Was interessant ist, ist die Tatsache, dass die Spikes, die da oben stehen, gleichzeitig als Boden gelten. Naja, war mir neu. Ach du Heilige, was ist denn das für ein Power-Module? Ach du. Ja, das mit dem Mutator-Zeug. Weil dann geht alles viel schneller mit Bienen. Ja. Aber hui, das ist ein bisschen kompliziert. So. Ja, die Rezepte für das ganze Zeug, was du da brauchst, für den Mutator und Mutagen-Producer. Ist doch schon mal gut, dass wir wenigstens den Mutator schon hinter uns haben, ne? Ach, den haben wir schon, oder wie? Der Ja, ist doch den da hast in der Wand du. drin. Guck mal, das schöne grüne Ding hier. Nee, ich meine den, womit du Bienen dann umwandeln kannst. Nennt sich Mutatron. Ja, dann sag das auch. Sorry. Eigentlich nicht. Ich meine, es ist nicht schwer als die, oder schwerer als die Sachen, die ich vorhin gemacht habe. Ja, dauert halt ein bisschen. Und ich dachte, du wolltest aufhören. Dachte ich auch, aber jetzt haben wir wieder Sachen zu tun. Okay. Soll ich dir Sehr jetzt das gern. Muttertron basteln oder wie? Ja, das wäre cool. Du bastelst Muttertron, ich bastel das andere Ding. Normal oder Advanced? Schon gute Frage. Ja, normalen brauchst du eh. Bau erstmal normalen. Okay. Ich hatte doch mal ein normales Netherrack reingepackt. Wo ist das hin? Oder hat das wer rausgenommen? Ah, ne, passt schon. Aber man konnte den Swarmcraft Cauldron problemlos mit Feuer betreiben, ne? Okay. Viel an Redstone. Was? Haben wir schon wieder so viel Wir haben weggemacht? schon, ja. 16 Megabyte und so. Aua. Was? Ey, wir haben hier noch 21 Blöcke. Ja, okay, das ist auch nicht so viel. Aber hier ist noch ein bisschen. Ja, dann. Wir haben ja einen Laserfokus für Redstone, ne? Stimmt. Ja, jetzt wäre tatsächlich ein Zeitpunkt, den mal einzubauen. Casing. Ich wundere, dass wir so viel Bronze haben.
Ja, die habe ich mal gemacht. Mit einem Stack von jedem Material. Ich hab auch mal einiges an Bronze gemacht, also so ist Bronze. Nicht. Hm? Ja, das dürfte dann irgendwo in den Barrels liegen, wa? Das schon, ja. In den Straßen der Bronze und so. Ist wieder weg. Warum geht's? Das Redstone ist schon wieder weg. Ich meine, klar, wir haben noch 300 Nether Redstone Ore, so ist es nicht. Aber. Wie, was meinst du damit weg? Verbraucht. Puff, tot, aus, nix, weg. Nice. Weil wir rein theoretisch, mal ganz ehrlich, die Kisten hier hinten mal wegmachen können und das Deckungs-Armiersystem einschließen. Das ist der Hopper da unglaublich unglücklich platziert. So war noch der Pulverizer, ne? Der 24 rausgekriegte. Ach, ich mach mal ein Stack Pistons. Die normalen Redstone Ores, die könnten wir auch in den Induction Smelter eigentlich legen, ne? Theoretisch ja. Würde sogar besser, effektiver sein. Wir bräuchten nur Sand, aber das haben wir ja. So, Mutagen Producer fertig. Ich brauch 16 von den Animation Cores. Boah. Also muss ich erstmal noch 10 machen. Und für Mutagen kann man entweder Glowstone benutzen oder Redstone. Ich schätze mal Glowstone, oder? Ja, also so wenig Redstone wie wir momentan haben, wäre schon sinnvoll. Okay, ja, dann benutze ich Glowstone. So, Mutatron ist auch fertig. Sehr geil, kannst du mal gleich rüberschmeißen. Achso, das brauchst du gar nicht für eine Quest, oder wie? Ne? Okay. Damit will ich mir ein bisschen behelfen, um dieses Imperial-Zeug zu bauen. Alter, zu viele Bäume. Ja, eindeutig. Liegt da jetzt ein rum. Mhm. Dankeschön. Anscheinend kann man mit dem Mutatron auch Saplings machen und Schmetterlinge. Okay. Na, wirst du wohl. Okay, was haben wir noch Schönes? Wollen wir uns mal diese vier super tollen Maschinen da machen? Vier super tolle Maschinen, was? The Genetic Manipulation 2? Also ja, die auf der Royal Bee. Boah. Ja, wir können schon mal was vorbereiten. Naja. Theoretisch. Es wird noch einige Zeit dauern, bis ich das Ding hab. Imperial. Ja, ich meine zum Beispiel diese Genetic Machines oder sowas. Da können wir schon mal vier Stück bauen. Ich glaube, Gelid Cryothium müssten wir auch bekommen. Ja, das ist möglich. Deswegen habe ich ja den Ding auf Schneebälle umgestellt. Okay. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Das habe ich vergessen. Also, das brauchen wir dafür Bliss Powder. Ja, das kannst du dir machen. Aus Redstone und Schneebällen, okay.
Mhm. Okay, Red. Stimmt. Redstone haben wir nicht. Naja, gleich wieder. Was haben wir eigentlich für HS? Alle. So ziemlich. Nicht nur so ziemlich, sondern wirklich exakt alle Hives. Und was sind... Auch Ende und so? Oh, wir haben sogar Magic Bees. Ja. Sehr cool. Ich glaube, selbst Ende müssten wir haben, oder zumindest die Bienen davon haben wir. Ende haben wir, ja. Cultivated, Infernal, Jaded. Wow. Okay. Monastic, was auch immer das ist. Ja, Monastic halt. Die kenne ich noch nicht. Monastius. Achso. Cool. Gab's das hilft dir jetzt echt weiter, ne? Wird man alle Items von denselben Dingen gleichzeitig irgendwo reinschieben konnte. Wie meinst du das? Inwiefern? Angenommen, ich habe gerade 17 Stacks Redstone im Inventar, kriege ich die alle gleichzeitig mit einem Klick ins ME-System rein. Es gibt irgendwas von wegen Shift, Leertaste und so ein Kram. Mit Leertaste kann man irgendwie einiges reinpacken, dann packst du aber im Endeffekt irgendwann alles wieder mit rein und... Ja. Keine Ahnung. Da bin ich mir nie ganz sicher. Naja. Brauchen wir noch irgendwas? Ach genau, ich wollte dem Ding beibringen, wie man Quarz komprimiert. Hat's nee. Zufällig noch irgendwer Tesseract Frames im Inventar, weil irgendjemand sich verzählt hat und 4 Liter Resonant Ender zu viel verwendet hat? Ich hab nichts. Hab ich nicht gebraucht. Nee, aber... Ich hab 3 Stacks und 12 rein. Das dürfte doch reichen für 11. Zum Vollmachen. Oder nicht? Also ich habe gerade 3 volle Rahmen rausgenommen. Es sind noch 4 Liter drin. Also 4 Eimer zumindest. Ah, okay, komisch. Cool. Ja, habe ich mich bestimmt verrechnet. Hm. Haben wir demnächst noch Enderium. Weil den Kram würde ich ungern verschwenden. Enderium dürfte man noch haben, ein bisschen was, ja. M.A. Naja. Ne, haben wir nicht. Warum? Haben wir echt nicht? Haben wir echt nicht, nö. Ach ja, stimmt. Ich bin ja ausgerutscht. Aha. Aha.
Oh, das waren deine, oder? Ich habe jetzt neue, kannst du wieder zurück tun. Also den Purifier könnten wir schon mal bauen. Den was? Irgendwas können wir auch bauen. Wo ist denn die Dolly? ME. Wartest du denn? Das ist nicht immer mehr ist. Welche Rückstaus oder sowas? Richtung. Da ist alles frei. Ja, oder vielleicht haben wir doch auf. Ja, bis jetzt haben wir. Jetzt haben wir ja keine guten Quests mehr zu machen. Aber das Cryothium wäre schon okay, wenn da nicht das Resin Ender den Weg blockieren würde. Naja, wir haben doch jetzt noch Redstone Ore, oder? Ja, das wird gerade durchgemahlen. Na, dann können wir ja schon mal anfangen. Ja, ich kann aber kein Redstone auf Schneebälle drauf träufeln, wenn in dem Tank, wo das Redstone reinkommt, Ender drin ist. Bau's ab. Das wäre Verschwendung. Ach komm, dein Ernst. Ja, mein Ernst. Übrigens hasse ich es, in Soundcraft den blöden Crucible zu arbeiten, weil man exakt arbeiten muss. Also nicht muss, sondern sollte. Hier erstmal nachschauen kann, welche verschiedenen Items da die sinnvollsten Aspekte haben, ohne dass ich zu viel Überschuss an irgendwelchem Kram kriege. Ich habe gerade mal vernünftig, wie ich bin, versucht im Internet zu schauen und es gibt leider auf die Schnelle keine Seite, wo einfach draufsteht, das sind so die besten Items, um diesen Aspekt da rauszukriegen. Oder so. Ja, im Allgemeinen eben die Items, die am wenigsten andere Aspekte haben. Das ist mir klar. Also praktisch Wasser-Source-Blocks. Wieso, wofür brauche ich Wasser? Weißt du nicht Wasser? Nein, schon lange nicht mehr. Okay. Wasser im Crucible braucht doch kein Mensch mehr. Das ist voll out. Gut. Gas-Tiers, hat er immer noch was? Drei Stück? Ich hab eine, glaube ich, ins ME getan. Eine ganze, ne? Da waren drei, eigentlich. Ja, und die drei bräuchte ich. Ja, die sind im ME-System. Da waren sie. Ja. Da sind 64 drin. Hä? Ich sehe aber nicht. Wenn ich dir doch sage, hier sind 64 Gastiers drin. Ah, ich habe ja auch falsch getippt. Ja. Entschuldigung. Wollte ich Terminals? Doch, Terminals. Interfaces. Au. Was ist eigentlich eine Curious Hive? Medic Bees. Was kommt da raus? Mystical Princess. Neugierige Bienen. Oh,
Ja. Ich hab doch eine Seite gefunden, die hilfreich sein könnte. Aha. Das war alles, was ich sagen wollte. Okay. Die Dolly. Die hab ich und kann's dir gleich bringen. Okay.